Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten Top 10 Video. Heute geht es um die SSG 553, also kurz um die Krieg. Wir legen wieder direkt mit dem 10. Platz los und gehen dann langsam zu Platz 1. Auf dem 10. Platz liegt bei mir die SSG 553 Ultra Violet. Richtig, richtig, richtig violett. So wie es eben sein soll, es passt zum Namen. Für die Frauen sicherlich das Must-Have, für manche Männer auch Platz 10. Der Skin kostet 7,16 € und das war schon echt ein kleiner Schock, als ich das gelesen habe, weil 7,16 € für sowas ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Weiter geht's. Der Bulldozer oder die Bulldozers-Waffe liegt auf dem 9. Platz. Bulldozer hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also mindestens ein anderes Mal hatten wir schon einen Bulldozer-Skin. Schwarz und gelb, schlicht, einfach, aber trotzdem fällt es ins Auge und sieht irgendwie schick aus. 15,15 € sind ultra übertrieben für den Skin. Wie man darauf kommt, weiß ich wirklich nicht genau. Es ist vielleicht auch wieder nur so eine Uptrade-Geschichte oder eben Angebot und Nachfrage, aber 15 Euro, wer will denn sowas? Also jetzt so zwingend, dass jemand da hockt Tag und Nacht und sagt, ich muss jetzt den kaufen. 15 Euro ist in Ordnung. Es gibt niemanden, der so, nee. Platz Nummer 8 folgt jetzt. Da haben wir die Fallout Warning. Schöne farbliche Umsetzung und natürlich hier das gute alte Hanswurst-Zeichen darf nicht fehlen. Sowas kommt bei mir halt immer so ein Stück weiter nach oben. Ich hätte schwören können, auf dem Skin, den ich davor hatte, hat man es besser gesehen. Nee, okay. Kann es sein, dass es hier am Pattern liegt, dass man da... Ich hätte schwören können, ich habe das vorhin besser gesehen. Ja komm, was soll's. 42 Cent passt. Und der Farbton passt doch irgendwie zu der Waffe. Meines Erachtens. Jetzt kommen wir mit dem 7. Platz hier mal zu den etwas kräftigeren Farben. Die Tiger Moth ist auf diesem Platz. Und mittlerweile wissen wir ja, und hier steht es aber auch im Namen, das hat was mit dieser Motte zu tun, der Flügel wahrscheinlich. Oder ja, doch, es werden die Flügel sein. Oder vielleicht auch ein Teil von der Mitte der Motte an sich, der Mottenkörper. Der Schaft ist hier drauf abgebildet und das sieht cool aus. Orange, Black, White, Ocker. Ja, Ocker, die gute alte Farbe. Guck mal, hier ist die Motte auch drauf. Da sieht man so die Tigermotte. Wunderschönes Ding, schmeckt saugut, ich sag's euch. 2,17 € ist auch ein Preis, der nicht gerechtfertigt ist, aber der jetzt nicht so übertrieben ist wie bei den anderen Teilen. Auf dem 6. Platz haben wir hier eine Anodized Navy. Die kam auch schon öfter bei vielen verschiedenen Waffen. Cooler Look, Metallic, Blau. Hier vorne abgenutztes, grobes Metall. Wunderschön. Und ja, ich finde sie tatsächlich besser als die anderen genannten. Auch als die Tiger Moth, obwohl die schon wirklich sick aussieht. Aber ich bin nicht immer so hyper-hyper-hyper-beast wie bei den anderen Sachen. Es kann auch gerne mal was Gemütliches sein. Mhm. Und mit 23 Cent ist die auch wirklich sehr erschwinglich. Da kann man nicht meckern. Der 5. Platz befindet sich vor euren Augen. Und da haben wir die Damaskus Steel. Ultra nice. Guckt euch das an, wie der Shader hier am Rumspielen ist. Ich glaube, das ist der erste Damaskus Steel Skin überhaupt, den ich hier in den Top 10 Listen habe. Der Preis liegt bei 35 Cent und ist fucking awesome. Also da würde ich, ich glaube, ich würde echt zuschlagen. Wenn mir jetzt jemand eine Waffe in den Kopf hält und sagt, kauf den Skin, würde ich sagen, ist in Ordnung. Dude, kannst du die Waffe wegnehmen? Ich kaufe eine auch so, okay. Die SSG 553 Aerial oder Aerial liegt auf meinem 4. Platz. Ist auch wieder voll abgespaced, hypermäßig mit ultra den krassen Flügeln hier. Da vorne blau, orange, Ocker. Und eine Schrotflintenpatrone da hinten. Sick, dude. Sick. Oder eine Batterie. Hier vorne vielleicht für die Stealth-Funktion, die hier nicht vorhanden ist. Die ist abgefallen. Schöne Kanten im gesamten Skin. Hier irgendein Text. Deine Mutter schwitzt beim Kacken oder so. Nice. 17 Cent, der günstigste Skin hier in dieser Top 10-Reihe. Da kann man sich, glaube ich, auch nicht großartig beschweren, oder? Für 17 Cent das Teil. Hier wird auch wieder durch den Pfeil angezeigt, in welche Richtung man schießt. Sehr wichtig, gerade für Anfänger. Kann man einfach nicht sagen. Nun folgen wieder die Plätze 3, 2 und 1. Ihr dürft also wieder raten. Was hab ich da wohl? Was hat er da wohl? Und vor allem, wie bin ich hier hingekommen? Das war der Mondbär. Ja, kurz Zeit. Vorbei. Wow, Leute, ihr braucht immer so lang. Auf dem 3. Platz befindet sich bei mir die Tri-Arch. Auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schick, aber beim 2. Hinsehen immer noch nicht so schick, aber beim 3. Hinsehen sick. Dieses Ein- bzw. Ausfaden ist schon sehr cool. Die gesamte Gestaltung hier, nicht der Mittelbereich, ist richtig schön. Ja, schön. Das ja in der Mitte ist total scheiße. Ich weiß nicht, warum man sich dafür entschieden hat. Komm, wir machen einen geilen Skin, aber wir kacken auch in die Mitte, okay? Die Leute sollen sich freuen, aber auch so ein bisschen angeekelt sein. Man soll die Waffe mit vollem Spaß kaufen, aber sich auch ein bisschen schämen. Und wo wir schon beim Kaufen sind, 96 Cent kostet das Gerät. Das ist schon preislich gesehen, Bum-Bum-Papierlöckel, ne? Naja. Aber es hält sich in Grenzen. Ja, 96 Cent geht. Geht. Hört auf, so viel zu sagen, es geht nicht. Es geht nicht. Ja gut, habt ihr damit gerechnet oder habt ihr damit gerechnet? Ganz klar, die Pulse ist ganz vorne mit dabei. So ein wunderschöner Skin. Die Ultraviolet liegt ganz unten, die Pulse ganz oben. Die farblichen Unterschiede sind gar nicht mal so hoch, aber der Gesamtaufbau dieser Waffe, beziehungsweise diese Skins, es geht hier um, den Skin, nicht um die Waffe, hallo, ist so geil. Die Farbunterschiede zwischen den einzelnen pink, rosa, lila Tönen sind sowas von edel, durch dieses Geschätterte, als wenn es zerbrochen wäre, als hätte jemand reingeschlagen oder sowas und es würde wegfliegen, wirkt der ganze Skin einfach nochmal geiler. Es ist sogar hier oben drauf.
Oh mein Gott, es ist sogar hinten an der Wand, wenn man genau hinguckt. So krass, Mann. Wallen hat den Skin oder hatte ihn zumindest sehr lange und immer wenn ich ihn damit habe schießen sehen, habe ich immer voll Bock bekommen, auch mit dem Teil zu spielen. Das ist echt ein cooler Skin. 1 Euro kostet er. Ich sehe schon, komm, ihr kauft euch später alle den Skin hier. Ich weiß es, ich weiß es. Und jetzt kommen wir zum ersten Platz. Seid ihr bereit? Mach mal einen Trommelwirbel mit dem Stift. Hört sich so kacke an. Jetzt sagt bitte mal, wer hier etwas anderes erwartet hat als die Cyrex. Hallo, hallo, hallo. Es war ein enormes Kopf-an-Kopf-Rennen, denn die Pulse und die Cyrex sind schon wirklich beide ultra nice. Ich bin ein extrem großer Cyrex-Fan. Ich werde demnächst auch mal wieder ein bisschen die USP Cyrex spielen, ganz klar. Mein Platz 1. Komischerweise kostet das Ding 7 Euro. Das finde ich jetzt im Vergleich zur Pulse ein bisschen unfair. Sie sollten, wie ich finde, im gleichen Preissegment liegen. Die sind nicht so weit auseinander. Also jetzt halt vom Aussehen her und sowas. Ich würde nicht sagen, dass die weit auseinander sind. Dieses Schwarz, Weiß und Rot passt perfekt. Noch ein bisschen besser als Purple, Rosa hin und her. Deswegen Platz 1. Habt ihr ihn erraten können, diesen ersten Platz? Ich bin mir sicher, dass viele von euch wussten, dass die Pulse und die Cyrex in meinen Top 3 sind. Weil sie bestimmt bei euch auch in den Top 3 sind. Das kann mir keiner erzählen, dass die Pulse und die Cyrex nicht... und so. Gleich gibt es auch wieder ein kleines Giveaway für euch im Abspann. Ich werde es ab jetzt nicht mehr ansagen, diese Abspann-Giveaways. Mir ist einfach wichtig, dass ihr auch die Abspänne seht. Auch wenn da kein Giveaway ist. War natürlich nicht jedes Mal ein Giveaway. Aber ihr könntet welche verpassen, wenn ihr da nicht immer reinguckt. Denn ich bekomme so oft Kommentare wie... Wow, bitte mehr davon. Dann sage ich, es gibt davon eine ganze Playlist. Das ist jetzt der Teil 300 von 300 Videos. Und schaut dir mal die anderen 299 an. Hier ist die Playlist. Ah, vielen Dank, wusste ich nicht. Obwohl ich doch in jedem Video am Ende die Playlist von dem Video, in der es sich befindet, hinterlege. Man kann direkt am Ende des Videos auf die Playlist gehen. Man kann auch auf die letzte Folge gehen. Und man kann auch auf ein durch euer Schauverhalten ausgewertetes Video kommen. Also das beste für euch vorgeschlagene Video. Das ist immer oben rechts. Unten rechts ist die Playlist von dem Video, das ihr gerade seht. Und links ist der letzte Teil, falls vorhanden. Und bei den meisten Sachen gibt es immer einen letzten oder vorherigen Teil. Das fuchst mich immer so minimal, dass die Leute da nicht hingucken, weil ganz am Schluss, um es euch ganz einfach zu machen, erscheint es. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alle, die jetzt noch da sind, schreiben einfach Hashtag und dann irgendeine Holzsorte. Also zum Beispiel Hashtag Mahagoni. Unter den Gewinnern haue ich 5 Graffitis und jeweils eine Kiste raus. Go!